Das Shooting klappt super. Wir haben ein bisschen nachgeholfen und mit Sekt bestochen, aber dann ging es gut. Gute Laune ist vorhanden. Wir inszenieren sozusagen den Umzug vorab. Die Taz zieht ja im Herbst diesen Jahres ins neue Haus. Und die Taz wird in eine neue Zukunft getragen von vielen, in dem Fall von allen Mitarbeitern. Und damit die auch gut zu sehen ist, ist es eine Riesentaz. Wir tragen die Taz ins neue Haus und freuen uns darüber, dass wir die Taz tragen, dass die Taz von so vielen getragen wird. Von Mitarbeitern, Genossinnen, Leserinnen, Abonnenten. Und von den Menschen, die an Taz zahlreich sich beteiligen, von ganz vielen. Die Taz ist eine sehr emotionale Zeitung und das ist einfach der Grundgedanke bei der Kampagne, dass auch ein sehr emotionaler Moment gezeigt wird. Also die Freude darüber, dass Verlag und Redaktion wieder im gleichen Haus sitzen, dass die Taz einfach sich weiterentwickelt. Also es gibt nicht nur die Print-Taz, es gibt natürlich online, dazu gehört auch Gazette, die Stiftung, die Genossenschaft, alles ist ein großes und sitzt alles wieder unter einem Dach.